Hallo, schön, dass ihr wieder da seid und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal so nach den Ferien so ein kleines Haul-Video und zeige euch mal, was ich mir so alles geleistet habe nach einer Zeit. Klamotten werde ich euch so eher nicht zeigen, sondern mal in einem Outfit of the Day, weil ich glaube, das ist ein bisschen interessanter so. Ich fange erstmal an mit Kosmetiksachen. Erstmal zu den Nagellacken. Ich habe 5 Nagellacke und mein erster Nagellack ist der hier von MNY. Das ist so ein orangener, leider weiß ich hier eben gerade nicht, wo die Nummer draufsteht. Ich habe den hier auch eben gerade aufgetragen. Und dann habe ich noch 2 weitere von Essence, einmal mit der Nummer 48 und 55. Das sind 2 Pastellfarben, einmal so ein lilanes und so ein türkises. Dann habe ich noch einen ganz tollen Nagellack, nämlich von Manhattan. Ich finde die Farbe so toll. Das ist so ein glitzernder, brauner. 60 Sekunden und ich finde den so toll. Ich mag den wirklich sehr. Dann habe ich noch einen anderen Nagellack und der ist Bullshit. Tut mir leid, aber das ist leider so. Es ist ein grauer von P2 720 Glory und ich mag den überhaupt nicht, weil wenn man ihn aufträgt, es entstehen nur Streifen. Und das kann ich überhaupt nicht leiden bei einem Nagellack. Dann noch zu weiteren Kosmetikprodukten. Einmal habe ich von P2 den Open Up Your Eyes Brightener. Den habe ich auch schon ein paar Mal benutzt. Werde ich euch dann auch in einem Face of the Day Video mit integrieren. Dann habe ich noch ein Loose Eyeshadow von P2 von der Limited Edition. Das ist die Nummer 040, das ist der rote. Finde ich ganz cool, weil das war mal einfach mal eine billige Variante, um an Pigmente ranzukommen. Als nächstes dann habe ich noch einen Rouge und der Rouge ist aber nicht für mich. Ich habe ja auch schon in meinem Schminksammlung-Video erklärt, warum. Und dieser Rouge ist für meine Mutter, aber weil ich sie gerne manchmal schminke und das ist einer von Alverde, wollte ich mal ausprobieren, wie das so ist. Flamingo ist die Farbe. So, und als nächstes komme ich erstmal zu Haaraccessoires. Ich war bei Claire's, oder besser gesagt zu einem Claire's Haul. Also, ich habe als erstes 3 Sachen gekauft für die Haare. Darunter wäre einmal das Duttkissen für 3 Euro irgendwas. Ich habe es woanders immer nur teurer gesehen. Das ist so groß. Und je nachdem, wenn irgendjemand wissen will, wie man es benutzt, einfach unten schreien und dann mache ich ein kleines Video dazu. Geht ja ganz schnell. So, als nächstes habe ich mir bei Claire's diese kleine Gummipackung mit den kleinen schwarzen Gummis besorgt, weil ich sehr gerne ganz viele kleine so geflochtene Zöpfchen mache und die gehen natürlich am besten zu mit so einem Gummi. Und die dritte Sache, die ich mir bei Claire's besorgt habe, sind diese Haargummis. Aber ich muss schon mal sagen, wer gerne Haargummis an den Handgelenken trägt, die hier niemals kaufen. Bleibt dann lieber bei anderen schwarzen Haargummis. Man sieht, die sind so klein. Wie soll das durch das Handgelenk passen? Das geht gar nicht. Das geht nicht. Das ist für mich der Horror. Ich brauche immer mindestens 2 Haargummis an meinem Handgelenk. Und bei mir sind alle kaputt und die hier, die dehnen sich nicht mal so aus. Also die sind vielleicht ganz gut und so, weil man nur 2-mal bei einem Zopf was machen muss. Aber um die am Handgelenk zu tragen, ist das echt Horror. Also die dann lieber nicht. Das nächste, was ich mir bei Claire's gekauft hatte, war eine Kette. Die sieht so aus. Und das ist nicht nur eine Kette, sondern das ist auch eine Uhr. Das Einzige, was ich nicht so schön finde, aber ich finde, das fällt gar nicht so auf, ist, dass es hinten Silber ist, aber es geht. Und die Uhr kann man, ja, man kann es halt hier aufmachen. Einen Moment. So, und dann sieht man die Uhrzeit da drin. Und die funktioniert. Man könnte denken, es wäre ein Fake, aber die funktioniert. Und gefällt mir ganz gut, weil ich an Handgelenken vergesse ich es immer, mir sie ran und raus zu machen. Und bei einer Kette ist es eigentlich nicht anders. Aber egal, die trage ich auf jeden Fall. So, da ja der Schulanfang jetzt war, habe ich mir einen kleinen Lederrucksack gegönnt, den ich sehr mag. Hier sind so Taschen, der ist noch voll. Hier die 3 Taschen und so wie ein Gürtel wird es hier zugemacht. Hier kann man zuziehen. Die Tasche war nicht so allzu billig. Es ist eine Echtledertasche, aber ich habe schon seit Ewigkeiten mir keinen Rucksack mehr gegönnt und der hat mir einfach gefallen, dieses Vintage-mäßige. Ja, ist halt Geschmackssache. Muss man sich halt überlegen, ob man sowas haben will. So, ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick geben in die Sachen, die ich mir so geleistet habe in den Ferien. Und natürlich habe ich noch ein paar Klamotten, aber die Klamotten zeige ich euch lieber mal in Outfit of the Day, wie bereits schon gesagt. Ja, mein nächstes Video wird dann ein Face of the Day Video sein und ja, hier seht ihr es schon, ich habe es schon gedreht davor. Dann ist wieder bald Halloween und da ich an diesen Halloween- und Faschings-Sachen sehr lange dran sitze, wäre es schön zu wissen, ob ihr überhaupt ein Halloween-Tutorial haben wollt. Ich sag euch schon mal an, was ich da so gedacht habe. Ich habe dran gedacht, in den Haaren einen Fake-Irokese zu machen. Das heißt, die Haare schön hochgebunden und dann irgendwie so an der Seite festgesteckt. Irgendwie sowas zu machen, wenn ich es hinbekomme, hoffe ich. Für euch versuche ich es.
Und beim Make-up habe ich dran gedacht, ja, etwas mit Strichen zu arbeiten und vielleicht mit einer offenen Wunde, wenn ich die Sachen dafür herbekomme. Ich weiß noch nicht genau wo, aber ich versuche es auf jeden Fall. Wenn ihr es haben wollt, ist jetzt, ich will euch nur ein bisschen vorstellen, was ich mir so vorgestellt hatte für diesen Halloween, für dieses Jahr. Und das Ergebnis soll dann sein, eine tote, ein Zombie, eine tote Rockerbraut. Ja, ich habe mir gedacht, Teufel, Hexe, wird immer gemacht, alles Mögliche, Spinnen, alles Mögliche, aber ich habe mir gedacht, Zombie wird auch gemacht, aber da habe ich mir gedacht, man kann auch mal was Cooles machen, dann mit Leder und alles, und dann ist man einfach eine tote Rockerbraut. Ja, ich hoffe, das gefällt euch, und wenn es euch gefällt, dann postet einfach unten, ja, wir wollen das Tutorial haben, weil dann mache ich es auch, weil wenn nicht, das ist halt sehr aufwendig und dann mache ich es halt nicht. Aber gut, ich bin da mal gespannt, was sie so sagt. Ja, das war's dann auch schon. Und dann sage ich einfach mal Tschüss. Ciao.